So, dann komme ich zu dem Thema der heutigen Sitzung. Es ist jetzt so vorgesehen, also dass jetzt der zweite Teil anfängt und es wird so ein bisschen theoretischer werden, weil es eigentlich darum gehen soll, so dieses psychoanalytisch-sozialpsychologische Grundlagenmodell von Männlichkeit, was ich so im Laufe von ja eigentlich 20 Jahren ungefähr entwickelt habe. Ich habe damit angefangen, mich zu beschäftigen. Am Anfang der 90er Jahre, also von der Geschlechterforschung her schon, Frauenforschung hieß es ja früher noch, es war bei uns ja etabliert am Institut für Sozialpsychologie durch Regina Becker-Schmidt und dann außer Regina Becker-Schmidt eben auch Gudrun und Axel Knapp, also die dann sozusagen die Geschlechterforschung bei uns vertreten und etabliert haben auch und ausgeweitet haben. Dann kamen noch andere dazu und dann wurde es ja immer größer, auch die zertifizierte Gender Studies, das zertifizierte Studiumangebot mit einer ganzen Reihe von Fächern interdisziplinär, was dann 2008 ja abgeschafft worden ist. Und in dem Zusammenhang sind bei unserem Institut halt diese eher geschlechtertheoretischen Fragen eher von der Soziologie aus, von Regina Becker-Schmidt schon auch sehr stark von der Psychoanalyse aus diskutiert worden. Und ich habe Anfang der 90er Jahre selber angefangen, mich sehr intensiv aus zwei Perspektiven, aus einer psychoanalytischen und aus einer sexualwissenschaftlichen. Also ich habe mich in der Zeit sehr viel mit Sexualwissenschaft und ihrer Geschichte beschäftigt und bin dann eher auch aus zeitbedingten Umständen auf das Thema Männlichkeit gestoßen, weil erstens es war sehr neu. Also die ersten Untersuchungen und Theorien zu Männlichkeit, Männlichkeitsthemen kamen eher aus dem angloamerikanischen Raum, aus den sogenannten Man Studies. Da war das ein bisschen etabliert, Australien, nicht? Cornell, auch Mitte der 80er Jahre schon. Mitte, Ende der 80er Jahre ging das los, Kimmel und einige Leute aus den USA. Meistens aber immer soziologisch oder historisch oder literaturwissenschaftlich ausgerichtet. Und der zweite zeitgeschichtliche Hintergrund für mich war Anfang der 90er Jahre die furchtbaren Verbrechen in den Ex-Jugoslawien-Kriegen hinsichtlich sexueller Gewalt und der Diskussion, die dann aufkam, also diese Vergewaltigungslager, die serbische Truppen eingerichtet haben in Rumerska und Trnopolje und andere. Und was in Deutschland bekannt geworden ist durch einen Beitrag von Mona Lisa, dieser Frauensendung, die es im ZDF, glaube ich, immer noch gibt, die damals unter Frau von Weizer auch wirklich sehr engagierte frauenspezifische Themen hatte. Und die hat als eine der ersten für eine breite Öffentlichkeit im Vorabendprogramm am Sonntag Berichte, Betroffene, Interviews und Bilder und so gezeigt. Und das hat eine ziemliche Diskussion ausgelöst über die Frage Vergewaltigung als Kriegswaffe. Wie kann das eigentlich funktionieren? Und das war so ein bisschen also das waren die beiden, nicht? Das waren die Hintergründe, wo ich angefangen habe, mich für dieses Thema zu interessieren. Aus einer bis heute eigentlich nach wie vor sehr defizitären fachlichen Perspektive, nämlich eher aus einer psychoanalytischen Perspektive. Und das ist dann so also das heißt, ich komme eigentlich eher tendenziell von der Männlichkeitsgewalt- und Sexualitätsforschung her. Und das dann eingemündet 1996, 97 in meiner Habilitation, die dann 2004 komplett überarbeitet und erweitert wurde und in dem Buch Feindbild Frau erschienen ist. Seitdem ist das ein Thema, was eigentlich immer mich umtreibt und immer wieder auftritt und immer wieder auftaucht und auch immer wieder abgefragt wird. Und also ich habe zahlreiche Vorträge, Publikationen dazu und habe mir jetzt vorgenommen, bevor wir das sozusagen vertiefen an einzelnen Punkten, also sexuelle Gewalt im Krieg, die Frage von Männlichkeit und Adoleszenz und Gewaltbereitschaft, also der Gewaltfokus nicht, steht sehr stark im Mittelpunkt dabei immer. Vorab sozusagen dieses Modell, was ich jetzt unter der Überschrift referieren werde, die männliche Subjektkonstitution, Sexualität, Gewalt und die Abwehr des Weiblichen sozusagen komprimiert für Sie zusammenzufassen. Ich hoffe, es gelingt. Gut. Ausgangspunkt meines Ansatzes zur Konstitution von Männlichkeit in einer nach wie vor männlich dominierten Kultur und Gesellschaft ist Cornells Konzept der hegemonialen Männlichkeit, das Sie wahrscheinlich kennen, sowie Bourdieus Theorie der männlichen Herrschaft und des männlichen Habitus. Beide Theorien bieten wichtige Anschlussstellen für eine psychoanalytische Theorie der männlichen Subjektivität und damit seiner ohne Zweifel aktuell verschobenen und modernisierten
Herrschaftspositionen. Condell unterscheidet in ihrer Analyse der historisch wandelbaren sozialen Herstellung von Männlichkeit oder besser Männlichkeiten, man spricht nicht mehr von der einen Männlichkeit. Sie unterscheidet da drei Bereiche, in denen der Kampf um Hegemonialität, also männliche Vorherrschaft, in seiner doppelten Bedeutung als Kampf um die Führung in der Binnenhierarchie der männlichen Genusgruppe und als gemeinsamer Kampf aller Männer zur Sicherung ihrer Vormachtstellung gegenüber den Frauen, wo dieser Kampf sichtbar wird, in den Machtbeziehungen, den Produktionsbeziehungen und der sogenannten Katexis. Der Begriff Katexis zielt auf die Beeinflussung der emotionalen Bindungsmuster durch das soziale Geschlecht und damit die an libidinöse Besetzungsvorgänge gebundene Struktur und Dynamik des objektgerichteten sexuellen Begehrens im Rahmen des vorherrschenden gesellschaftlichen Arrangements der Geschlechter. Dieses vorherrschende Geschlechterarrangement impliziert aus Perspektive einer kritischen Männlichkeitsforschung einen zweiten Objektbegriff. Bei den angesprochenen emotionalen Strukturen geht es nicht um wechselseitige Anerkennung zweier selbstständiger und autonomer Subjekte, sozusagen auf Augenhöhe, sondern auch um eine männliche Zugriffsbereitschaft auf die buchstäblich zum Objekt gemachte Frau und ihren Körper, ohne dass ihr selbst ein eigener Subjektstatus zuerkannt wird. Da komme ich zum Schluss nochmal drauf zurück. Dieses Konzept der Katexis allerdings wird von Condell nicht weiter systematisch ausgeführt, lässt sich aber gut mit Bourdieus Ansätzen einer zur doppelten Distinktions- und Dominanzstruktur von Männlichkeit verbinden. In deren Zentrum steht eine gesellschaftlich bestimmte und in den männlichen Habitus eingelassene, er nennt das Libido Dominandi, in der sich der Wunsch ausdrückt, Zitat, die anderen Männer zu dominieren und sekundär als Instrument des symbolischen Kampfes die Frauen. In männlich dominierten Kulturen müssten Männer folglich ihre fragile Männlichkeit insbesondere den Frauen gegenüber beweisen, wobei diese Männlichkeitsbeweise in erster Linie der Abwehr angstauslösender Gefahren dienen, die von den Frauen für die männliche Integrität auszugehen scheinen. Zitat Bourdieu: Die fanatische Exaltierung der männlichen Werte, so heißt es bei ihm, findet ihre düstere Entsprechung in den Ängsten, die Weiblichkeit hervorruft. Das Hauptinstrument zur Angstabwehr und damit wichtigstes Ausdrucksmittel dieser Männlichkeitsbeweise aber ist der symbolisch zum Phallus aufgeblähte oder aufgeladene, das Genital des Mannes. Die Reproduktion und Sicherung der männlichen Herrschaft erfolgt in einer Andro- und einer phallozentristischen Gesellschaft durch ihre Einschreibung in den Körper und insbesondere in die Geschlechtsorgane, also die Besetzung der Geschlechtsorgane, die, Zitat Bourdieu, weil sie den Geschlechtsunterschied verdichten, prädestiniert sind, ihn zu symbolisieren. Bourdieu geht es letztlich damit um eine, wie er es nennt, Sozioanalyse des androzentristischen Unbewussten. Also er benutzt psychoanalytische Kategorien. Das kann leider hier nicht weiter vertieft werden, soll aber die Spur deutlich machen, die zusammen mit dem Konzept der Katexis von Condell wichtige Anknüpfungspunkte für eine psychoanalytische Konzeptualisierung der männlichen Sexualität bietet. Also es zeigt sich hier sozusagen die Grenze, nicht der soziologischen Herangehensweise, die an die Grenze stößt, aber keine Konzepte entwickelt hat oder darüber verfügt, wie das systematisch vertieft und behandelt werden kann. An dieser Stelle stoßen wir aber auch auf ein Defizit innerhalb der Psychoanalyse und ihrer Geschichte selbst, sowie in jenen geschlechtertheoretischen Ansätzen, die sich auf sie beziehen. Sexualität, auch im Sinne von Freuds erweiterter Definition von intersubjektiver Psychosexualität, die ja viel mehr umfasst, Zärtlichkeit, Sinnlichkeit, Liebe und so weiter, verschiedene Perversionen, perverse Anteile an Sexualität und so weiter. Sexualität ist im Zuge der Geschichte der Psychoanalyse nahezu ein Anathema geworden. Damit auch zusammenhängend die Triebtheorie. Eine Entwicklung, die Paul Parin schon 1986 in seinem kleinen Aufsatz »Die Verflüchtigung des Sexuellen« als Verlust der materiellen Basis
und damit des heuristischen Werts der Psychoanalyse beklagt. An die Stelle einer Analyse der Struktur und Genese des spezifisch männlichen, an die Genitalität gekoppelten Begehrens im Rahmen einer Gesamtkonzeption von Psychosexualität ist inzwischen eine modische Theorie der Geschlechtsidentitätsentwicklung getreten, als deren Bezugspunkt und Fundament auch in vielen feministischen und geschlechtertheoretischen Ansätzen ein fragwürdiger, aber in seinem vielfältigen Siegeszug nicht mehr aufzuhaltender Begriff der Identität gilt. Was ist damit gemeint? Ich komme in anderen Vorträgen noch genauer darauf zurück. Der Begriff Identität ist omnipräsent geworden und hat eine beispiellose Karriere in zahlreichen öffentlichen Feldern, in der Alltagssprache und in vielen Fachdisziplinen hingelegt. Der verbreiteten Sehnsucht nach einer positiven und stabilen, oft mit Ganzheitlichkeit und Gesundheit gleichgesetzten Identität korrespondiert eine inflationäre Verwendung des Begriffs, mit dem das eigene und das kollektive Unglück zugleich konzeptionell gefasst, auf den Begriff gebracht und alltagspraktisch als Identitätsarbeit mit dem Ziel von Harmonie und Kohärenz überwunden werden soll. Besonders problematisch sind bei diesen Identitätsdiskursen zwei Dinge: die Ausblendung bzw. die harmonistische Glättung grundlegender Konfliktstrukturen und die unterschwellig immer mit transportierten Mechanismen von Integration und Ausgrenzung, von Inklusion und Exklusion. Das habe ich am Thema der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft ja schon erläutert. Das lässt sich insbesondere an allen Vorstellungen von kollektiver Identität deutlich machen. Die damit verknüpfte Sehnsucht nach Homogenität und Reinheit gilt, so meine Überzeugung, auch für das Konstrukt der männlichen Geschlechtsidentität, mit dem unter Bezug auf etwas angeblich wesenhaft Männliches verschleiert wird, dass mit dieser positiven Definition in erster Linie die dahinterstehende negative Selbstdefinition als nicht weiblich gesetzt wird. Weiblichkeit wird damit unbewusst abgewehrt und zur Projektionsfläche all jener fremden, also fremd empfundenen Selbstanteile, die als nicht männlich etikettiert werden und gelten. Verschleiert wird somit in diesem Konzept männliche Geschlechtsidentität vor allem das, was als kritische Erkenntnis die Ansätze von Cornell und Bourdieu gleichermaßen auszeichnet. Die Tatsache, dass in männlich bestimmten Gesellschaften das Weibliche als minderwertig, nachrangig, untergeordnet, das Männliche dagegen als höherwertig, als vorrangig, als der wesentliche Maßstab für das Menschliche und seine Existenzform gilt, wie es Beate Kreis in ihrer kleinen Arbeit zu Bourdieus männliche Herrschaft formuliert hat. Die gesellschaftliche Dominanz von Männern und Männlichkeiten, so die beiden Männlichkeitssoziologen, Soziologin Michael Meuser und Silka Scholz, und damit verbunden die soziale Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, wird in spätmodernen Gesellschaften weniger durch direkte Herrschaft konstituiert, sondern vielmehr durch Hegemonie, also Vorherrschaft. Deswegen auch redet man eigentlich auch nicht mehr vom Patriarchat, nicht im Sinne der Herrschaft aller Männer über alle Frauen. Darunter, also unter Hegemonie, ist eine geistige und moralische Vorherrschaft von männlichen Wert- und Ordnungssystemen, Verhaltenslogiken und Kommunikationsstilen und so weiter zu verstehen. Die Aufrechterhaltung der Hegemonie erfolgt durch die Produktion einer hierarchischen Kultur der Zweigeschlechtlichkeit. Das, ist immer noch Zitat, was in spätmodernen Gesellschaften als männlich gilt, ist in den verschiedenen sozialen Praxen sehr unterschiedlich und kann sich teilweise sogar widersprechen. Dennoch gibt es einen gemeinsamen Kern. Das Männliche gilt als Norm und gegenüber dem Weiblichen als überlegen. Zitat Ende. Dieses System der männlichen Vorherrschaft ist tief in den symbolischen Ordnungen dieser Gesellschaft und in den weitgehend unbewussten Wahrnehmungs- und Einstellungsmustern der Einzelnen, nicht nur der Männer, verankert. Was heißt das? Trifft das heute eigentlich noch zu? Und was folgt daraus für die Frage nach der männlichen Subjektkonstitution?
Trotz vielfältiger Modernisierungen, auch im Geschlechterverhältnis, gibt es weiterhin eine Aufrechterhaltung maskuliner Suprematieansprüche, also Überlegenheitsansprüche, die zeigen, in männlich dominierten Kulturen unterliegen Männer grundsätzlich dem unentrinnbaren Zwang, sich nicht nur als ein anderes, sondern immer auch als das wichtigere und überlegene Geschlecht zu setzen und diese Setzung, besonders wenn sie in Gefahr zu geraten scheint, zu beweisen und zu sichern. In der Selbstwahrnehmung und in der Struktur des vorherrschenden männlichen Denkens besteht ein fundamentaler und antagonistischer Gegensatz zwischen erwünschter Autonomie und gefürchteter Abhängigkeit. Ein Gegensatz, den ich als ein grundlegendes und in männlich dominierten Gesellschaften nicht aufhebbares Männlichkeitsdilemma bezeichne und psychoanalytisch zu begründen versuche. Im Zentrum der diesem Dilemma entspringenden, auf die Sicherung von Macht und Kontrolle ausgerichteten Abwehr- und Kampfbereitschaft steht eine ambivalente, aus Angst, Lust und bis zum Hass reichende Feindseligkeit gekennzeichnete Einstellung zu allem Bedrohlichen, das mit Frau und Weiblichkeit assoziiert bzw. davon abgeleitet wird. Dieses Dilemma zeigt sich insbesondere auf dem Feld der männlichen Sexualität. Entgegen dem Mainstream der sexualitätsbezogenen Diskurse sollte es dabei vor allem um die Analyse der spezifischen Ausgestaltungen oder Varianten der beiden Hauptkennzeichen der männlichen Sexualität gehen, auf die wir schon im Bourdieus Rahmenmodell gestoßen sind, nämlich eine phallisch überhöhte Genitalfixierung und die bereits angedeutete Gefühlsambivalenz in den weitgehend unbewussten Einstellungen zu Frauen und zur Weiblichkeit. Wie hängen nun aber Sexualitäts- und Männlichkeitskonstruktionen in einer weiterhin geschlechterhierarchischen, männlich dominierten Gesellschaft miteinander zusammen? Und wie lässt sich die Tiefendimension dieser Konstitutionsprozesse psychoanalytisch erfassen, ohne psychologisierend zu vereinfachen? In Anlehnung an Cornell sollte eine Analyse der unbewussten und zugleich gesellschaftlich vermittelten tiefen Strukturen von Männlichkeit an der Struktur und Dynamik des objektgerichteten sexuellen Begehrens ansetzen, das heißt genauer an der psychischen Qualität der unbewussten Bezugnahmen auf das bevorzugte Objekt der Libido und damit auch des Begehrens. Das erfordert meines Erachtens einen kritischen Rekurs auf jene triebtheoretische Ansätze der Psychoanalyse, die weitgehend aus der Mode gekommen sind und häufig als anachronistisch verworfen, meist aber grundlegend missverstanden werden. Danach zeigt die Sexualität der meisten Männer eine Beimengung von Aggression und eine mehr oder weniger paranoid getönte Feindseligkeit, die sich besonders deutlich in der unbewussten Einstellung zur Weiblichkeit und auch im Umgang mit Frauen ausdrückt. Diese spezifischen Legierungen, von denen Freud spricht, Trieblegierungen von Sexualität und Aggression, treten in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen auf und gehören zu den Grundmerkmalen einer grundsätzlich fragilen Männlichkeit im Rahmen der gesellschaftlich vorherrschenden Regelungen der Geschlechterverhältnisse. Die folgenden Überlegungen werden diese trieb- und objekttheoretischen Kerngedanken unter drei thematischen Schwerpunkten aufgreifen und ausführen. Erstens die Entstehung der Sexualität zwischen Trieb und Objekt allgemein. Zweitens die Rolle von Liebe, Hass und archaischen Spaltungsvorgängen in der frühen Persönlichkeitsentwicklung. Drittens der Zusammenhang von Weiblichkeitsabwehr, Phalluskult und paranoider Abwehrkampfhaltung in der männlichen Subjektkonstitution. Zum Schluss werde ich, wenn noch Zeit da ist und eure Geduld noch reicht, einen Bezug zu den aktuell erkennbaren Überschneidungen von Sexismus und Rassismus auf dieser Basis vornehmen. Zunächst aber das Dilemma der Sexualentwicklung im Spannungsfeld zwischen Trieb und Objekt. Was ist menschliche Sexualität? Die menschliche Sexualität lässt sich weder auf ein anthropologisch fixes Triebpotenzial reduzieren, das wird der Psychoanalyse häufig hervorgeworfen, nicht? Die Triebtheorie sei mechanisch, sei ein Dampfkesselprinzip aus dem 19. Jahrhundert, Aufstau und Entladung, und das würde vielleicht zur viktorianischen Sexualmoral im 19. Jahrhundert passen, aber ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, also kann man darauf verzichten.
Und man verzichtet mit dem Trieb auch insgesamt dann auf das Thema Sexualität. So ist das gekommen, nicht in der Geschichte der Psychoanalyse. So, Freud nennt das Psychosexualität zunächst, nicht? Was ist Psychosexualität? Als Psychosexualität konzeptionalisiert, bildet die Sexualität das Fundament der gesamten Psychoanalyse und macht eine der Hauptbezugsachsen des Freudschen Denkens aus. Als die beiden Eckpunkte dieser Achse gelten zwar der zum somatischen Ende hin offene Trieb einerseits, nicht? Also der Trieb, sagt Freud, ist zum somatischen Ende hin offen, der Einfluss der äußeren Realität andererseits. Gegenstand der Psychoanalyse als Theorie des Unbewussten sind jedoch jene Verbindungen, die zwischen diesen beiden Eckpunkten entstehen und auf der Ebene der sogenannten psychischen Realität inszeniert werden. Daher gelten sexuelle Vorstellungsrepräsentanzen und die dazugehörenden Affekte als Ausdruck der Bewegungen zwischen Trieb und Objekt im Spannungsfeld einer prinzipiellen Offenheit des Triebes und seiner engen Fixierung. Freud hat da sehr klare Ausdrücke für diese Offenheit und die Fixierung. Die Offenheit nennt er die Plastizität der Psyche, die prinzipielle Offenheit des Triebes und die mögliche Fixierung, die dann empirisch bei vielen besteht, führt er zurück auf eine Klebrigkeit der Libido. Also wenn die Libido sich schon mal irgendwo dran geklebt hat, dann bleibt sie meistens auch dran kleben. Oder ist sie was schwer von loszulösen. Kommen wir nun zum wesentlichen Gehalt der Sexualtriebäußerungen und ihrer lebensgeschichtlichen Schicksale. Der Sexualtrieb erscheint primär in unbewussten Warnungs- und Besetzungsvorgängen, die allmählich um Objekte, Objektvorläufer oder Partial-, also Teilobjekte kreisen, die nicht der Realität entlehnt, also aus ihr übernommen, sondern an sie angelehnt gebildet werden. Also das heißt, das Objekt des Triebes entsteht nicht durch ein widerspiegelndes Hineingleiten von außen nach innen, sondern als eine psychische oder vielmehr eine psychosoziale Konstruktion, deren Genese und Struktur durch Freuds Anlehnungsthese deutlich gemacht wird. Demnach ist die Sexualität ursprünglich mit der Selbsterhaltung, der vitalen Funktion, den Selbsterhaltungsinteressen vergesellschaftet, beginnt sich erst allmählich von ihr zu lösen und konstituiert schließlich jene Vorgänge, die erst nach der Separierung als eigenständig sexuelle zu erkennen sind. Drei entscheidende Prozesse stehen im Zentrum der frühen Inszenierungen von Sexualität. Die Introjektion neuer Lustquellen entlang der körperlichen Austauschzonen mit der pflegenden Umwelt, die anschließend als erste erogene Zonen eigene Reize aussenden. Die Einlagerung lust- und unlustvoller Erfahrungen als Erinnerungsreste in den sogenannten mnestischen, das sind die Gedächtnissysteme des Unbewussten. Und die Bildung davon abgeleiteter Fantasien, in deren Zentrum einmal besetzte und im Wiederholungsfall innerer oder äußerer Reize erneut besetzbare sexuelle Vorstellungen stehen, die allmählich um die Vorläufe eines Wunschobjekts kreisen. So kommt langsam das Objekt zum Trieb. Diese allmähliche Zentrierung der Besetzung auf ein vom Objekt der Selbsterhaltung zunächst, also Freud hat das am Vorbild und Laplanche, der sich auf Freud an dieser Stelle bezieht, ein französischer Psychoanalytiker, am Beispiel der Oralität als die erste Äußerungsform der kindlichen Sexualität deutlich gemacht. Es gab zunächst ein Objekt der Selbsterhaltung, das ist die Milch, und jetzt im klassischen Fall beim Stillen, vom Objekt der Selbsterhaltung, das verschobene Objekt ist die Brust. Also das erste Objekt der Selbsterhaltung ist die Milch, die Nahrung, die der Nahrungsaufnahme dient. Und das erste Sexualobjekt sozusagen ist davon verschoben, denn nicht die Milch verschafft diese Lust und die Befriedigung, sondern es ist die Brust. Und von der Geburt der Sexualität kann man in dem Moment reden, wo ein Säugling an der Brust nuckelt oder saugt, ohne dass er Nahrung aufnimmt. Ja, sondern als reiner Spielerei, Lust, Funktionslust, spielerisch oder wie Freud es nennt, das Ludeln oder Wonnesaugen. Also so hieß es damals offensichtlich. In dem Moment kann man sagen, ursprünglich gab es das Gefühl auch, nicht möglicherweise, aber man konnte es überhaupt noch nicht unterscheiden von der Nahrungsaufnahme, ist deswegen mit der Selbsterhaltung vergesellschaftet, wie Freud sagt. Und in dem Moment, wo es ohne Selbsterhaltungsfunktion in Gang gesetzt wird, sich verselbstständigt, kann man von der Geburt sozusagen der Sexualität oder einer neuen Lustquelle, die entdeckt wird, reden.
Also das macht den Kern, diese Verschiebung, nicht von dem Objekt der Selbsterhaltung zum verschobenen Objekt, macht den Kern der erst durch diese Verschiebung eindeutig sexuell gewordenen Vorgänge aus. Einmal auf diesem Wege gebahnt, gewinnt das Objekt langsam Kontur oder wird, mindestens ebenso bedeutsam, häufig erst nachträglich in bereits stattgefundene seelische Prozesse und Bahnungsarrangements eingesetzt. Das Objekt erscheint in diesem Sinne als ein nachträgliches Konstrukt, obwohl bereits eine äußere Objektwirklichkeit existiert. Der sexuelle Trieb bzw. der Partialtrieb verbindet sich somit mit dem Eindruck, den die Wirklichkeit in den unbewussten Gedächtnissystemen hinterlassen hat. Das Objekt entsteht also erst langsam. Es wird nicht fertig mit auf die Welt gebracht und erst recht nicht eins zu eins von außen an den Trieb herangeführt. Die Bewegungen der Sexualität sind von Anbeginn an dem Prinzip der Lustsuche und Unlustvermeidung unterworfen. Gerade Lust und Unlust sind an die Vorstellung und an die Realität von Objekten, was nicht identisch ist. Nicht? Die wirklichen Objekte und die Vorstellung von ihnen sind nicht identisch oder Impartialobjekte gebunden. Das bedeutet gleichzeitig, die Idee eines Triebes an sich, eines Ursprungs, ist ein Mythos und die Suche nach seinem biologischen Substrat ebenso müßig wie der Glaube an einen frühen paradiesischen Zustand, Konflikt und spannungsfreier Harmonie im Sexualhaushalt. Dieses erkenntnislogische Problem ist zugleich eins der Lebensnot, was, so der Sexualwissenschaftler Dannecker, zu einer paradoxen Verschränkung des aktuellen sexuellen Wunsches mit der eigenen Vergangenheit führe. Sexuelle Motivationen sind an die einmal als lustvoll erfahrene Erregung gebunden, woraus folgt, Zitat, die sexuelle Handlung wird vom Suchen nach einer bereits erlebten und erinnerbaren Lust motiviert. Deshalb ist auch von der Vorstellung Abschied zu nehmen, es gebe so etwas wie eine reine Triebhandlung. Eine solche gibt es nur ein einziges Mal, nämlich dann, wenn der Trieb sich zum ersten Mal mit einem Objekt verknüpft. Damit beginnt die Geschichte des Triebes. Es entwickelt sich eine Struktur des Begehrens. Diese zwingt eine bestimmte Erfahrung hervor, die wiederum auf die Wünsche zurückwirkt. Wir produzieren sexuelle Erregung, indem wir gleichsam rückwärts fantasieren. Wir erinnern uns und lassen das Erinnerte als Wunsch Gestalt werden. Zitat Ende. Und das bedeutet, bereits das erste Befriedigungserlebnis beendet unwiederbringlich die freie Beweglichkeit der Libido. Das Objekt ist zwar, so Freuds feste Überzeugung, einerseits das Variabelste am Trieb, beliebig und austauschbar, andererseits aber benötigt der Trieb nicht nur für die Akte der realen Befriedigung Objekte, wobei festzuhalten ist, dass Befriedigungslust, also die Qualität von Befriedigung, und Entspannung, also die Aufhebung der Reizspannung, eher als Quantität, gemeinsam zu den Triebzielen gehören, aber eben nicht identisch sind, sondern auch, um als unbewusste Wunschfantasie überhaupt dargestellt werden zu können. Also ohne Objekt gibt es keinen Trieb, weder in der Fantasie noch in der realen Befriedigung. Ohne Objekte gibt es keine Sexualität und deswegen auch keine wie immer geartete geschlechtliche Subjektivität. Daraus ergibt sich nun ein fundamentales Dilemma, dem die Konstitution der Sexualität schon im Medium erster Objekterfahrungen unterworfen ist. Das sexuelle Begehren richtet sich zwangsläufig auf ein Objekt, das der Trieb unter dem Diktat eines reinen Lustprinzips eigentlich nicht bräuchte, auf das er aber in all seinen Erscheinungs- und Befriedigungsformen trotzdem unabdingbar angewiesen ist. Die Sexualität, so der Psychoanalytiker Laplanche, bricht gleichsam traumatisch in die Lebensordnung ein und lässt jegliche Hoffnung auf sexuelle Freiheit und vollständige Unabhängigkeit als Illusion erscheinen. Freud reflektiert das angedeutete Dilemma der Sexualentwicklung im Kontext der anfänglichen Lebensnot an mehreren Stellen, insbesondere natürlich in seinen klassischen drei Abhandlungen zur Sexualtheorie von 1905, deren Aufbau alleine schon die Paradoxien deutlich macht, denen die Triebschicksale der Sexualität grundsätzlich unterworfen sind. Freud beginnt dort nicht etwa mit der Darstellung seiner großen damals und heute, wie ich finde, offenbar wieder skandalösen Entdeckung der infantilen Sexualität, sondern mit den sexuellen Abirrungen, die inzwischen allgemein als Perversionen bzw. modern als Paraphilien
zusammengefasst werden. Die Bandbreite der möglichen Perversionen bestätigt auf der einen Seite die These von der Plastizität der Psyche und der Variabilität der Objektwahl. Die einzelne Perversion dagegen dokumentiert in besonders hohem Maße die schicksalhafte Anheftung der Libido an ausschließlich ein Objekt, nahezu ohne Spielraum. Nicht Perversion zeichnet sich dadurch aus, dass nur ein Objekt die Befriedigung möglich macht. An dieser am stärksten vielleicht am Fetischismus, nicht, deutlich zu machen. Da sind es dann auch bestimmte Objekte, die vom weiblichen Körper getragen oder abgeleitet sind oder mit ihm zu tun haben. Ein getragenes Kleidungsstück, ein Frauenschuh, ein Zopf. An dieser Stelle lässt sich bereits eine Verbindung dieses allgemeinen, zunächst noch geschlechtsneutral formulierten Sexualitätsdilemmas mit dem männlichen, mit der männlichen Geschlechtsentwicklung und den in ihr eingelagerten Vermischungen von Sexualität und Aggression erahnen. Nach neuerer, inzwischen allgemein akzeptierter Lesart handelt es sich bei den sexuellen, in der Regel männlichen Perversionen um unterschiedliche Formen von erotischem Hass. So der amerikanische Psychoanalytiker Stoller. Durch die perversen Inszenierungen wird versucht, vermeintlich erlittene, möglicherweise erst nachträglich konstruierte und in die unbewusste Narration der eigenen Lebensgeschichte eingesetzte frühe Kränkungen durch den Triumph über das weibliche Geschlecht zu kompensieren. Das Objekt archaischer Hass- und Rachegefühle des Mannes ist prinzipiell identisch mit dem Objekt seiner sexuellen Begierde, und so lassen sich die Perversionen wie alle übrigen Akte sexueller Gewalt auch als einen Versuch verstehen, die nicht integrierbaren Spannungen und Paradoxien, die durch die Sexualität ausgelöst werden, durch eine manipulative Beherrschung bzw. die Zerstörung in letzter Konsequenz des Objekts aufzuheben. Aber dieser Versuch misslingt so lange, wie die Begierdespannung wiederkehrt. Eine endgültige Befreiung von diesen Spannungszuständen, die mit der doppelten, mit Begierde und Befriedigung gleichermaßen verbundenen Lust zwangsläufig immer Unlust mitproduziert, eine wirkliche Ruhe, ist im Grunde nach Freud nur jenseits des Lustprinzips, also im Tod, zu erlangen. Da die Auslöschung der eigenen Sexualität aber unmöglich ist und offenbar auch nur selten gewünscht wird, läuft der in narzisstischen Männlichkeitskrisen erschreckend oft gewählte Ausweg aus diesem Dilemma auf eine symbolische oder reale Zerstörung des Objekts von Hass und Begierde zugleich hinaus. Woher aber rührt dieser für die Perversion typische Hass, der ja nicht zwangsläufig die libidinösen Regungen beherrscht, aber doch immer wieder besonders in Zeiten akuter, mit erneuten Kränkungen verbundener Krisen so abrupt hervorbricht? Ich tat es nur aus Liebe, ist die absurde, aber häufig vorgebrachte Begründung männlicher Straftäter, Sexualstraftäter oder überhaupt Gewalttäter für die von ihnen begangenen sexuellen und partnerschaftsbezogenen Delikte. Worin liegt unter triebtheoretischer Perspektive die Quelle und worin das Motiv der hier zu erkennenden ambivalenten bis feindseligen Haltungen, die den typisch männlichen Bezugnahmen auf weibliche Objekte fast durchgängig zugrunde liegt? Wie funktioniert das, was Bourdieu die Inkorporation in den männlichen Habitus nennt, ein lebensgeschichtlicher und gesellschaftlich strukturierter Vorgang, für den er kein theoretisches Erklärungsmodell zur Verfügung hat? Das allgemeine Sexualitätsdilemma im Spannungsfeld von Trieb und Objekt gilt ja im Prinzip für beide bzw. für alle Geschlechter. Wie schreibt sich nun die männlich-hegemoniale Ordnung bis in den Körper des Jungen, des Mannes ein? Also den Begriff der Einschreibung benutzt insbesondere Ilka Quindio und transformiert dieses Sexualitätsdilemma in das angedeutete Männlichkeitsdilemma mit einer ambivalenten bis feindseligen Einstellung zur Weiblichkeit. Damit komme ich auf den zweiten Punkt, das Verhältnis von Liebe und Hass, was ich ja schon angedeutet habe im anderen Kontext, und den Einfluss früher Spaltungsmechanismen auf die Entstehung der Sexualität. Nicht der Wunsch zu töten, sondern die Fähigkeit zum Hassen gehört zum archaischen Inventar menschlicher Entwicklung. Die Hauptquelle besonders der zerstörerischen Formen dieser Hassbereitschaft ist somit weniger in einem human-spezifischen Triebpotenzial zu suchen, als vielmehr in den archaischen Liebe- und Hassregungen gegenüber den lebensgeschichtlich frühen, den ersten Objekten und Partialobjekten.
Im Mittelpunkt dieser Ambivalenz steht ein gemeinsames Objekt, denn das erste Objekt der Liebe ist in der Regel identisch mit dem ersten Objekt des Hasses. Die damit einhergehenden frühesten Triebmischungen von Sexualität und Aggression sind von primitiven Spaltungsmechanismen durch das Diktat des Lustprinzips und der Selbsterhaltung geprägt. Wie aber ist diese Genese von Liebe und Hass zu verstehen? Will man über die unbefriedigende Erklärung hinauslangen, destruktives Verhalten, das sich zum Beispiel gegenüber Partner und Partnerinnen richtet, die eine Trennung wollen oder die die eigene Liebe verschmähen, entstehe aus einer Art Enttäuschungszorn, aus einem Umschlagen von Liebe in Hass. So wird das ja häufig gehandelt, nicht? Wie kann er sie nur so hassen und so zerstören und so zerstückeln und die Kinder vielleicht auch noch, was häufig leider passiert, immer wieder, wo er sie doch so geliebt hat. Da muss doch die Liebe durch irgendwas in Hass umgeschlagen sein. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, es gibt eine Ambivalenz in den Gefühlseinstellungen, nur das Mischungsverhältnis hat sich verschoben. Also eine ambivalenzfreie, reine Liebe ist ein ganz tröstlicher Glaube, vielleicht auch gerade in der Vorweihnachtszeit, aber hat wenig realistische Chance der Umsetzung. In seinem Aufsatz Triebe und Triebschicksale von 1915 geht Freud von der Idee einer zunächst objektlosen, er nannte das primär narzisstischen, psychischen Ursituation aus, in die mit dem Objekt fast zwangsläufig auch der Hass ins Spiel kommt. Er schreibt, mit dem Eintreten des Objekts in die Stufe des primären Narzissmus erreicht auch der zweite Gegensinn des Liebens, das Hassen, seine Ausbildung. Somit gehört neben der sexuellen Triebentwicklung auch die Genese des Hasses zum grundlegenden Dilemma der psychischen Persönlichkeitsentwicklung, die sich zwischen erwünschter Unabhängigkeit und notwendiger Bindung, ohne die paradoxerweise Unabhängigkeit nicht zu erreichen ist, bewegt. Der ursprüngliche Sinn des Hasses liegt für Freud in einer ablehnenden Reaktion auf die fremde, reizzuführende und gleichzeitig reizabhelfende Außenwelt. Das kommt nicht umhin, eine Zeit lang innere Triebreize als unlustvoll zu empfinden. Unter der Herrschaft des Lustprinzips vollzieht sich nun folgende Entwicklung. Das Selbst, sagt Freud, nimmt die dargebotenen Objekte, insofern sie Lustquellen sind, in sein Ich auf, also ein Ich ist noch gar nicht richtig vorhanden, introjiziert sich sozusagen dieselben und stößt andererseits von sich aus, was ihm im eigenen Innern Unlustanlass wird. Also das Kind behandelt alles, was sozusagen Lust bereitet oder Unlust vermeidet, als würde es von innen kommen und damit vielleicht, obwohl ein Kind nicht über diese Kategorien verfügt, alles, was gut ist, kommt von innen und alles, was auch wenn es wirklich von innen kommt, das kann das Kind ja noch nicht unterscheiden von einer Wahrnehmungsorganisation her, was Unlust erweckt und was unangenehm ist, wird so behandelt, als würde es von außen kommen. Projektion. Alles Böse kommt von außen. Das wird uns dann wieder begegnen, wenn wir uns mit der Fremdenfeindlichkeit beschäftigen. Also mit den subjektiven Quellen, nicht mit der Ursache. Damit zerfällt die Außenwelt in einen, Zitat, Lustanteil, den es sich einverleibt hat, und einen Rest, der ihm fremd ist. Aus dem eigenen Ich hat es einen Bestandteil ausgesondert, den es in die Außenwelt wirft und als feindlich empfindet. Da merken wir, das, was wir als fremd oder als feindlich nennen, ist eine Empfindung, ist ein subjektives Konstrukt. Also es ist nicht der Fremde, der das auslöst, oder die Fremde. Darauf werde ich noch genauer dann zu sprechen kommen in der letzten Vorlesung. Erneut wird die Zwangslage bei der Konstitution der Sexualität in Anlehnung an die Selbsterhaltungsfunktion deutlich, denn nach diesen Projektions- und Introjektionsprozessen gilt der erste Hass dem gleichen Objekt, von dem auch die Reizung und Befriedigung des Sexualtriebs während der primären Pflegesituation ausgehen und an das sich der Trieb und seine Abkömmlinge allmählich libidinös binden. Freud spitzt diese These über die Struktur und Genese der archaischen Liebe-Hassregung sogar noch zu und schließt aus der allgemeinen Geltung dieser primitiven Spaltungsvorgänge, Zitat, der Hass ist als Relation zum Objekt älter als die Liebe. Er entspringt der uranfänglichen Ablehnung der reizspendenden Außenwelt von Seiten des narzisstischen Ichs. Zitat Ende. Der Hass überlagert nicht nur die libidinösen Bindungen, sondern geht ihnen damit im Prinzip sogar voraus. Erst in seinem Schatten erfolgen die ersten libidinösen Hinwendungen des Triebes zum Objekt. Das ist der Kinderanalytiker Winnicott, der diesen Gedanken aufgreift
und dass ihr in die Interaktion von Mutter-Kind-Beziehung versucht umzusetzen und zu diskutieren und jetzt versucht herauszufinden, was passiert eigentlich, also wie reagieren jetzt eigentlich Mütter darauf, ja, wenn sie das sozusagen spüren. Nicht? Sie kennen das vielleicht auch alle oder haben es schon mal gehört, nicht? Wenn sich junge Mütter dann irgendwie beklagen mit kleinen Kindern, warum hasst mich dieses Kind so oder so, nicht? Das hat unglaubliche Aggression und ich reiß meinen Arsch auf, mache alles für das Kind. Warum ist das so undankbar? Ich könnte es an die Wand klatschen. So manchmal. Wunderbar. Na, das wär, also wenn man das jetzt machen würde, wäre es eine Gegenaggression. Nicht, dann hätte sie verloren. Nicht mit einem, also würden zwei Fehler machen in dieser Situation, wenn sie erstens mit einer narzisstischen Kränkung reagieren würden und das dem Kind sozusagen rückspiegeln würden oder mit einer heftigen Gegenaggression antworten würden. Dann hätte sie in beiden Fällen hätte sie sozusagen verloren. Und Winnicott untersucht jetzt genau nicht, und das ist natürlich ein bisschen problematisch bei ihm, weil er das Good Enough or Not Good Enough Mothering nennt, was jetzt passiert. Also das Muttern. Nicht, was man entweder kann oder nicht kann, oder was gut genug ist oder nicht reicht. Also wie wird das jetzt sozusagen zurückgespiegelt und wie kann, zeigt, und Winnicott knüpft an diesen Gedanken an und sagt dann, wenn die Mutter das in der Form zurückspiegelt an das Kind, an den Säugling, wo sie dem Kind signalisiert, ich verstehe diese Aggression, ich verstehe auch diesen abgrundtiefen Hass, den du im Moment hast, ich bin Quelle deines Hasses, aber ich bin ja da, nehme das nicht übel, das ist kein Problem. Vor allen Dingen, ich überlebe es und bin da. Erst dann kann dieses Kind sozusagen aus der Perspektive des heranwachsenden Kleinkinds oder Säuglings Objekt der Liebe werden, also geliebt werden. Also das ist dieses Modell oder die Theorie von Winnicott. Das ist seine Erfahrung als Kinderanalytiker. Dieser Hass ist und bleibt unerbittlich, dieser frühe, insbesondere wenn es ihm gelingt, sich aus der zivilisierenden Umklammerung durch die Sexualität, also die Triebmischung, Liebe, zu befreien. Dann greifen die Menschen auf die Abwehrmechanismen jenes primitiven Hassstadiums zurück, das durch libidinöse Bindungen gemildert und einigermaßen sozialverträglich verarbeitet, aber offenbar nur notdürftig überwunden wurde. Noch einmal Freud. Das Ich hasst, verabscheut, verfolgt mit Zerstörungsabsichten alle Objekte, die ihm Quelle von Unlustempfindungen werden, gleichgültig, ob sie ihm eine Versagung sexueller Befriedigung oder der Befriedigung von Erhaltungsbedürfnissen, also Selbsterhaltung, bedeuten. In diesem Hasspotenzial liegt ohne Zweifel eine der unbewussten Wurzeln für die von paranoiden Abwehrkampfmustern geprägte Fremdenfeindlichkeit und Gewaltbereitschaft, sowie gleichzeitig auch für eine bis zur Grausamkeit steigerbare Abwehr des Weiblichen, die nach ähnlichen Mechanismen wie die projektive Feindwahrnehmung funktioniert. Das Objekt aber, welches zum ersten Mal diese unerbittliche Hassbereitschaft hervorruft, ist in unseren Kulturen in der Regel weiblich. Die Mutter ist in der ersten Zeit die wichtigste Repräsentantin der Außenwelt. Sie ist nicht nur Quelle von Unlustempfindungen jeder Art, sondern eben auch jene Person, von der gleichzeitig die ersten Anreize zu sexuellen Triebäußerungen ausgehen. Ihr gelten die ersten sexuellen und aggressiven Regungen ebenso wie die Megalomanen, also die Größenfantasien, Allmachtsfantasien, einer anfänglichen, grandiosen und ermächtigen Einheit. Die Notwendigkeit, sich allmählich von der Idee gemeinsamer Großartigkeit verabschieden zu müssen, liefert weitere Anlässe zur Entwicklung von Enttäuschung, Wut und Hass. So wird die Mutter als eine Verführungs-, Reizungs-, Befriedigungs-, Reizabhelfungs- und Versagungsmacht zugleich erstes Objekt der Selbsterhaltung, der Pflege durch die Pflege, der Sexualität, die Liebe, und erstes feindliches Objekt, Objekt des Hasses. Diese Konstellation gilt zunächst für beide Geschlechter in ähnlicher Weise. Noch also ist unklar, wann und wie es vor dem Hintergrund früher Liebe, Hassregung gegenüber der primären, meist weiblichen Bezugsperson zu jenen spezifischen Verbindungen von Sexualität und Aggression beim Mann kommt, die in die bekannten Ausbrüche eines weiblichkeitsfeindlichen oder antifemininen Hasspotenzials einmünden können. Hier ist die triebtheoretische These Freuds bedeutsam, dass die typisch männlichen Verlötungen, er spricht wirklich von Verlötungen, von Sexualität, Grausamkeit und Narzissmus, erst durch die Aufrichtung und Durchsetzung des Genitalprimats unter dem Druck vorherrschender Männlichkeitsideologien entstehen und generiert werden. Nach dieser These Freuds liegt die Hauptaufgabe der Geschlechtersozialisation des Jungen in seiner spezifischen Transformation seines Geschlechts und seiner Besetzung mit libidinöser, aggressiver und narzisstischer Energie vom Penis zum Phallus,
dem Symbol einer allgemein geltenden Form hegemonialer Männlichkeit in unterschiedlichen Varianten. Dieser psychosexuelle Entwicklungsprozess setzt bereits mit der frühen Ablösung von der Mutter ein, erfährt den ersten Höhepunkt in der sogenannten phallischen Phase, wird aber erst durch die Erfahrung von der durch die Pubertät in Gang gesetzten Adoleszenz zum vorläufigen Abschluss gebracht. Schließlich geht es angesichts der weltweit enormen Verbreitung von Gewalt und vor allem von sexueller Gewalt gegenüber Mädchen und Frauen um die nach wie vor rätselhafte Frage, wie es dazu kommt, dass besonders bei Männern in inneren oder äußeren Krisen immer wieder die Neigung hervorgerufen und verstärkt wird, auf die durch diese Krisen ausgelösten Ängste und Gefühle narzisstischer Kränkungen mit einem regressiven Rückgriff auf die archaischen, offenbar nie ganz überwundenen Spaltungs- und Projektionsmechanismen zu reagieren. Das verbreitete Ergebnis dieses Rückgriffs ist dann die Einnahme jener paranoiden Abwehrkampfhaltung, von der bereits zu Beginn kurz die Rede war. Die innerpsychisch ausgelöste Angst scheint nur noch durch Isolierung, Abspaltung, Projektion, Verfolgung und gegebenenfalls Vernichtung des als feindliche äußere Bedrohung ausgemachten Auslösers der eigenen Krise zu bewältigen zu sein. Die fatalen Folgen dieses regressiven, der Bewältigung akuter Krisenlagen dienenden Rückgriffs für das Geschlechterverhältnis sind jedoch erst dann zu begreifen, wenn die bestimmte phallisch ausgerichtete Sexualität der Männer und die damit einhergehende von Begierde und Feindseligkeit gekennzeichnete Einstellung zu Weiblichkeit oder allem, was als weiblich gilt, gründlicher in die Analyse einbezogen werden. Und damit komme ich abschließend zum dritten Punkt. Die Entwicklung vom Penis zum Phallus und wie entsteht diese paranoide Abwehrkampfhaltung. Die männliche Sexualität und geschlechtliche Subjektivität ist genitalzentriert, in der Regel stärker als bei Frauen. Diese Zentrierung beginnt bereits im Verlauf der frühen Ablösungsphase von der Mutter, denn der Penis bietet dem Knaben die Chance, die Differenz zur Mutter durch die Präsentation eines Organs mit einem eigenen exklusiven Wert zu betonen. Möglicherweise wird hierdurch der Weg der spezifisch männlichen Autonomiefindung eingeleitet, zumindest aber enorm befördert, auch wenn diese frühe Autonomie eine trügerische ist, deren wunschbesetzte Wahrnehmungsorganisation sich zwischen Wahn und Realität bewegt. Damit beginnt gleichzeitig auch die phallische Phase und eine allmähliche Wiederannäherung an die Mutter unter dem verschärften Diktat der Genitalität. Nach den Ausführungen im letzten Abschnitt über die objektgerichteten Wechselwirkungen zwischen archaischer Sexualität und den frühen Bahnungsarrangements bedeutet dieses bestimmte Begehren nun nicht, dass die Mutter erstmalig besetzt und begehrt wird, sondern das aktuelle Bild der Mutter wird mit einer neuen sexuellen Qualität versehen und nachträglich in die bereits gebahnten Besetzungsstrukturen eingesetzt. Mit der phallischen Phase und der später endgültigen Errichtung des sogenannten Genitalprimats durch die Pubertät wird die gesamte männliche Sexualität mit nachhaltigen Folgen für die Ausbildung der geschlechtlichen und sozialen Identität im Rahmen der männlichen symbolischen Ordnung gleichsam phallokratisiert. Im Kern dieser fragilen Identität steht in Korrespondenz zu den gängigen Selbstbildern und den herrschenden kulturellen Deutungsmustern von Männlichkeit eine Phallizität, in der sich Vorstellungen von sozialer und sexueller Potenz miteinander verbinden. Dabei ist der als Phallus idealisierte Penis sowohl ein Lustorgan, also vertritt den Bereich Sexualität, als auch ein Insignium, ein Zeichen von Macht, Größe und Verletzbarkeit, vertritt damit den Narzissmus, und kann schließlich im Falle tatsächlicher oder vermeintlicher Bedrohungen der männlichen Integrität selbst zu einer Art sexualisierten Waffe, also damit die Aggression, vertreten werden. Es ist erstaunlich, wie regelmäßig der Anteil der Sexualität hier, etwa im vorherrschenden Konzept der bloß sexualisierten Gewalt, die ja allgemein verbreitet ist, also sexuelle Gewalt gibt es nicht, es gibt nur sexualisierte Gewalt, wie weit dieser Anteil von Sexualität übersehen oder unterschätzt wird. Die Funktion des männlichen Genitals wird trotz seiner imaginären Transformation zu einem Ausdrucksmittel von Macht, Erhabenheit und Transzendenz immer auch an seinen sexuellen Ursprung gebunden bleiben
und sich im Falle sexueller Begierdespannung in ein sexuelles Lustorgan, an dem sich objektgerichtete Fantasien und Aktivitäten bündeln, zurückverwandeln. Der Penis wird so zum Träger großer narzisstischer Besetzungen. Das aber macht ihn zugleich verletzbar und seinen stolzen Besitzer, auch im Vergleich mit dem, also vom Jungen aus gesehen, im Vergleich mit dem größeren Organ erwachsener Männer, besonders kränkbar und anfällig für Minderwertigkeitsgefühle und Kleinheitsängste. Durch seine zunehmend phallische Ausrichtung bilden sich beim heranwachsenden Jungen und beim Mann zur Kompensation häufig jene Züge im männlichen Habitus aus, die als phallische Aggressivität oder, wie Wilhelm Reich es in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts bereits genannt hatte, als phallisch-narzisstischer Charakter beschrieben werden. Und Reich schreibt dazu, solche Männer pflegen im gewöhnlichen Leben jedem erwarteten Angriff ihrerseits vorzubeugen. Die Sexualität solcher Männer, die nicht grundsätzlich von der normalen männlichen Geschlechtsidentität abweicht, macht quasi ernst mit der Feststellung Freuds, das männliche Genital, das ist wirklich eine Formulierung von ihm, sei das Exekutivorgan der gesamten Sexualität. Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das männliche Sexualorgan ist das Exekutivorgan der gesamten Sexualität. Also besonders der männlichen. Aber der weiblichen auch, natürlich. Und da fragt man sich, wer wird hier eigentlich exekutiert? Also er meint natürlich die wörtliche Übersetzung, das Ausführungsorgan, das Ausdrucksorgan, nicht? Der bündelt sich da drin. Aber es hat auch was von Vernichten oder von Gewalt. Der Liebesakt bedeutet, so Reich, bei diesen Charakteren immer auch ein Durchbohren, ein Vernichten, zumindest aber, so Reichs Analyse weiter, eine Erniedrigung der Frau. Zitat, die Beziehungen zu Frauen sind durch die gewöhnlich vorhandene Geringschätzung des weiblichen Geschlechts gestört. Zitat Ende. Der mehr oder weniger destruktiven Aufladung des eigenen Genitals entspricht einer Abwertungs- und Erniedrigungstendenz gegenüber Frauen und Weiblichkeit. Nun lässt sich der Bogen zu der folgenreichen Genese der Liebes- und Hassregungen gegenüber dem ersten mütterlichen und damit weiblichen Objekt schließen. Die Abhängigkeit des Jungen von primären Pflegeleistungen und gleichzeitig von seinem eigenen Begehren und dem nie erreichbaren Objekt, auf das es gerichtet ist, sowie von signifikanten Kränkungserfahrungen, die entlang der Besetzung des hochgeschätzten Genitals einen Einbruch in die narzisstische Struktur bedeuten, verstärken eine aus Lust und Angst zugleich gespeiste Abwehr mit gravierenden Folgen im unbewussten Einstellungsbereich, das heißt im Bereich der unbewussten Selbst- und Fremdrepräsentanzen. Die von Anziehung und Abstoßung gleichermaßen gekennzeichneten Bezugnahmen auf ein und dasselbe Objekt schließen eine Fluchtmöglichkeit weitgehend aus und verstärken zunehmend die Neigung zu einer Aufspaltung des Frauenbildes, die niemals erfüllt, was sich der Mann unbewusst erhofft. Die Lösung seines sexuellen Grunddilemmas und die Befreiung von den damit einhergehenden Spannungen. Was fortan bleibt, ist eine mehr oder weniger starke Angst und Abwehr gegenüber der Weiblichkeit als eine fast automatische Begleiterscheinung der nicht abschaffbaren sexuellen Lust. Mit der Errichtung des Genitalprimats als Zeichen der hegemonialen Männlichkeit entsteht die Bereitschaft gegenüber Frauen und den vermeintlich von ihnen ausgehenden Gefahren für die männliche Integrität, die oben beschriebene paranoide Abwehrkampfhaltung zu entwickeln. Das heißt, der allgemeinen narzisstischen Überschätzung des eigenen Geschlechtsorgans und der ihm angedichteten Qualitäten entspricht die allgemeine Erniedrigung und Verachtung von Frauen und der weiblichen Sexualität. Aus diesen Überbetonungen ergibt sich als kompensatorischer Ausdruck ein enger Zusammenhang zwischen Herrschaft, Transzendenz und Größenwahn. Die einem Wiederholungszwang unterliegenden, verdinglichenden Zugriffe der männlichen Sexualität auf die Frau und den weiblichen Körper drücken im Grunde das Scheitern des männlichen Autonomieprojektes aus. Denn genau, so Jessica Benjamin, genau diese Verdinglichung, kombiniert mit absoluter Differenz und Kontrolle, kennzeichnet den Übergriff des Herrn. Diese Prozesse schreiben sich gründlich in den männlichen Körper und seine psychischen Repräsentanzen ein.
Um nicht missverstanden zu werden, hier zwei Bemerkungen an dieser Stelle. Erstens, der Prozess der Errichtung des Genitalprimats und der Herrschaft des Phallus und der Besetzung des Penis als Differenzmerkmal mit dem Ziel einer eigenständigen, möglicherweise auch einer betont nicht weiblichen Identität ist weitgehend unausweichlich, nicht allerdings jene grundlegende Überlagerung dieses Prozesses durch Überlegenheitsansprüche und Feindseligkeiten unter dem Druck der kulturellen Reproduktion der hierarchischen Geschlechterordnung mit einer heteronormativen Matrix, die sich in Körper und Psyche einschreiben. In allen männlich hegemonialen Kulturen unterliegen Jungen und Männer damit grundsätzlich, wie zu Beginn bereits angedeutet, dem Zwang, sich bis in die eigenen Körperrepräsentanzen hinein nicht nur als ein anderes, sondern immer auch als das überlegene Geschlecht setzen zu müssen. Zweitens, die Anatomie ist hierbei sicherlich nicht Schicksal, wie Freud mit seiner androzentristischen Annahme eines phallischen Monismus geglaubt hat, nicht? Also nur das männliche Genital zählt und Anatomie ist Schicksal. Und die Frau sieht, das kleine Mädchen sieht das Ding und verfällt schicksalsschwer den Penisneid. In Abwandlung übrigens ein Sprichwort von Napoleon. Also es ist interessant, dass ihm Napoleon einfällt auch noch, ne? Als er versucht, diesen Vorgang aus der weiblichen Perspektive zu beschreiben. Anatomie, Schicksal. Aber die Machtstrukturen schreiben sich trotzdem von Beginn an in die Autonomie ein. Diese männliche Selbstsetzung ist kein einmaliger Vorgang im Rahmen so eines linearen Entwicklungsmodells, der mit der frühen Verarbeitung der Geschlechterdifferenz ungefähr im zweiten Lebensjahr und der Ablösung von der Mutter als der häufigsten ersten Bezugsperson abgeschlossen ist. Denn dieser Vorgang unterliegt, wie bereits mehrfach angedeutet, dem in linearen Reifungsmodellen mit monokausalen Erklärungsansätzen generell vernachlässigten Mechanismus der Nachträglichkeit. Nachträglichkeit bedeutet, dass spätere, lebensgeschichtlich relevante Reifungsphasen entscheidende Umschlagstellen darstellen, in denen einmal geronnene psychische Strukturen unter dem Einfluss neuer Erfahrungen und damit letztlich auch gesellschaftlicher Einflüsse wieder verflüssigt und durch Umschriftungen unbewusst eingelagerten Erinnerungsmaterials auch verändert und zu neuen Ausgängen geführt werden können. Diesem Nachträglichkeitsmechanismus kommt eine große Bedeutung für die Entwicklung der Sexualität zu. Sexualität entsteht nicht als eine biologische Kraft, die dem Körper von Natur aus anhaftet, sondern, so Ilka Quindeo, als leibliche Einschreibung lustvoller Erfahrungen im Rahmen frühkindlicher Interaktionen. Aber erst gemeinsam mit diesen späteren Umschriften sorgen die frühen Einschreibungen dafür, dass das Genital zum Brennpunkt der gesamten männlichen Sexualität wird. Vor allem die Pubertät stellt dann nach Freuds zweizeitigem Ansatz der Sexualentwicklung einen, Zitat Quindeo, zentralen Knotenpunkt dieser Umschriften dar, an dem diese Erfahrungen unter dem Primat des Genitalen neu strukturiert und zur erwachsenen Sexualität umgeschrieben werden. Diese Einschreibungen und die nachträglichen Umschriftungen sind das Einfallstor für gängige kulturell verankerte Einstellungsmuster mit erheblichen Auswirkungen auf die männliche Sexualität, auf das Geschlechterverhältnis und auf die spezifisch männliche Art zu lieben. Allerdings lässt sich die männliche Sexualität weder vollständig einer reinen Machtkategorie unterordnen, noch auf ein Mittel der Herrschaftsausübung reduzieren. Die Durchsetzung männlich-hegemonialer Ansprüche auf Macht, Größe, Vollkommenheit und Unabhängigkeit und die damit verbundene symbolische Aufwertung des Penis zum Phallus ist ohne Berücksichtigung der genitalen Lust und den damit einhergehenden sexuellen Zwängen und Abhängigkeiten nicht zu verstehen. Die wenigen Ansätze, die sich überhaupt mit dem Phallus und seiner Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Geschlechterhierarchien heutzutage befassen, vergessen, dass der Penis immer auch das bleibt, was er immer schon war, ein sexuelles Lustorgan. Nur unter Einschluss dieser Dimension genitaler Erregung und Lust aber lässt sich die männliche Besonderheit des allgemeinen Sexualitätsdilemmas im Spagat zwischen Autonomie und Abhängigkeit genauer zu analysieren. Das heißt eigentlich Autonomiewunsch und Abhängigkeitsangst. Das heißt, der Phallus ist autonom, transzendent, braucht niemand anderen. Der Penis als Sexualorgan dagegen ist umso mehr auf das Objekt angewiesen und von seinen Reaktionen abhängig. Dieser grundsätzlich dilemmatische Charakter der Sexualität
dass der Trieb in zweifacher Hinsicht für die Wunschproduktion und für die Akte realer Befriedigung Objekte benötigt, wird nun unter dem Eindruck des Genitalprimats in verdinglichter Form auf seinen phallokratischen Begriff gebracht. Der gewöhnliche heterosexuelle Mann braucht zur Anregung seiner Fantasie und zur realen Abfuhr der im Genital gebündelten Erregung weibliche Objekte gewissermaßen in Serie. Eine Abhängigkeit, die im Zentrum der männlichen Idee von der Austauschbarkeit des Sexualobjekts steht und sich im hartnäckigen Überdauern der männlichen Gier nach Prostitution und Pornografie ausdrückt. Aber auch kulturell in vielen Erscheinungsformen wie etwa dem Don Juan-Modell oder Don Juanismus, heißt es in der Sexualwissenschaft, also ein Mann, der ständig seine, wenn es ernst wird und dann sofort abbricht und sozusagen nur die Jagd nach Frauen im Mittelpunkt steht. Die moderne Variante davon sind vielleicht die Pick-up-Artists, wo es eigentlich nur um das Flachlegen geht und die Punkte, die man dafür kriegt in der Männerhierarchie. Die männliche Sexualentwicklung dokumentiert damit auf drastische Weise die Ausweglosigkeit eines Bemühens, den Fallstricken des Sexualitätsdilemmas durch die Kultivierung eines Autonomiewahns zu entgehen. Da sich im Penis zwei unvereinbare Bedeutungen verdichten, der Wunsch nach Loslösung und gleichzeitig eine Ökonomie der Lust, die wiederum auf Bindung angewiesen ist, wird die Angst vor der Abhängigkeit immer wieder aufs Neue aufgeladen. Gerade die durch Frauen ausgelöste Erregung zeigt, dass die im männlichen Autonomiewahn enthaltene Idee einer vollkommenen Beherrschung und Kontrolle eine Illusion ist. Das Ich, wie Freud schrieb, ist nicht Herr im eigenen Haus und schon gar nicht über die eigene Sexualität und den eigenen Körper. Das männliche Subjekt ist an dieser Stelle abhängig und scheint es dauerhaft zu bleiben. Mit der Zerstörung des Bedrohlichen wird dann versucht, im Falle von Gewaltäußerungen, den Kontrollverlust auszugleichen und zuweilen eine bis in göttliche Transzendenz entrückte Idee von Autonomie als Herrscher über Leben und Tod zu retten. Aber auch diese Versuche sind mehr oder weniger zwecklos. Die wiederholte Erfahrungen von Abhängigkeit und das vergebliche Bemühen um Autonomie können zu einer Verstärkung der bereits als Disposition eingelagerten Potenziale von Wut, Hass und Gewaltbereitschaft führen. Bei Vergewaltigungen etwa geht es also nicht um eine Lust jenseits des Falles, aber auch nicht um eine Lust jenseits der Sexualität. Deswegen ist es falsch zu sagen, Vergewaltigungen haben mit Sexualität nichts zu tun, sondern nur mit Macht. Daher wird zur Absicherung dieses deformierten Lustprinzips ein in dessen frühen Geltungsbereich gebildeter Mechanismus auf regressiven Weise reaktiviert und verstärkt, nämlich die behandelten Abspaltung, Projektion, Verfolgung und die Vernichtung all dessen, was als Quelle von Unlust erscheint und Angst, Wut und Bedrohungsgefühle auslöst. In sexueller Gewalt wird gleichsam die Frau eigentlich für das Begehren bestraft, das ihr Mann auslöst, aus dieser Perspektive. Das grundsätzliche Paradox in der gesamten Konstruktion der Sexualität, insbesondere aber in der Herstellung des männlichen Geschlechtssubjekts, ist nicht auflösbar und kommt in männlich-hegemonialen Kulturen immer wieder durch Gewalt und Zerstörung zum Ausdruck. Im Selbstverständnis des vermeintlich starken, autonomen und überlegenen Geschlechts ist alles, was Quelle von sexueller Lust und Befriedigung ist, gerade weil es das ist, zugleich die größte Quelle von Unlust, Angst und Abwehr. Wenn Sie noch Aufmerksamkeit haben, würde ich ein paar abschließende Bemerkungen zum aktuellen Überlagerung, Sexismus und Rassismus, also ich kann schon gar nicht mehr reden. Soll ich das noch kurz vortragen? Okay. Das hier skizzierte Modell gilt grundsätzlich, trotz vielfältiger Varianten und Abstufungen, für alle Gesellschaften mit einer kulturell tief verankerten männlichen Dominanz und Vorherrschaft. Vor diesem Hintergrund ist die Empörung aufrechter Deutscher, die nach den Vorgängen in Köln plötzlich ihr Herz für Frauenrechte und ihr Schutzbedürfnis besonders gegenüber jenen deutschen Frauen entdecken, die zum Opfer triebgesteuerter junger Muslime aus der angeblich rückständigen, weniger zivilisierten Fremde zu werden drohen, heuchlerisch. Die hier erkennbare Überlagerung von Rassismus und Sexismus wird etwa in dem Kommentar der ehemaligen AfD- und Pegida-Aktivistin Tatjana Festerling deutlich, wenn sie Köln einen Sex-Dschihad, einen flächendeckenden Terroranschlag auf blonde, weiße, deutsche Frauen
durch afro-arabische Sexterroristen nennt. Hier sind Projektionen am Werk, die beim Einzelnen und in der Gesellschaft auf wundersame Weise von der Auseinandersetzung mit dem eigenen und seinen Defiziten im Umgang mit Frauen und Weiblichkeit ablenken und die Frauen in Köln im Grunde zum zweiten Mal zum Opfer machen. Eine Gruppe italienischer Feministinnen hat dazu geschrieben, zu diesen xenophoben, also fremdenfeindlichen und zugleich misogynen, also frauenfeindlichen Diskursen über die sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht geschrieben, Zitat: Es bedurfte einer einzigen Nacht in Köln und anderen Städten, um uns allesamt, westliche wie nordafrikanische Frauen, als Gefährdete und Verliererinnen des angeblichen Kampfes der Kulturen schleunigst in das Feld der prädestinierten Opfer zu bugsieren. Aber die Viktimisierung von Frauen, also zur Opfermachung, ist eine zu ihrer Domestizierung am häufigsten verwendete Strategie. Sie dient dazu, die weibliche Subjektivität und die sozialen, politischen und künstlerischen Praxen, in denen sie sich ausdrückt, zu verstecken und zu unterdrücken. Zitat Ende. Das heißt also, Weiblichkeit und mit ihr assoziierbare Phänomene von Schwäche und andere Dinge, die als nicht männlich gesehen werden, werden zu Repräsentantinnen des grundsätzlich Anderen, des Nichtmännlichen, das fremd bleibt und insbesondere bei inneren und äußeren Krisen unbewusst als bedrohlich erlebt werden kann. Hier liegt eine der wichtigsten Quellen für häusliche und außerhäusliche, sexuelle und nicht sexuelle Gewalt gegen Mädchen, Frauen, aber auch gegen Schwule, die ebenso als Infragestellung der erwünschten, starken und autonomen, jedoch grundsätzlich gefährdeten männlichen Integrität erlebt werden. Wenn wir also schon aufrichtig über weibliche Opfer sexueller Zugriffe und damit über die subjektive Tiefendimension der individuell erfahrenen Verletzung des weiblichen Körpers bei allen Formen sexueller Gewalt und insbesondere bei Vergewaltigung reden wollen, dann sei hier an einen drastischen, aber zutreffenden Ausdruck von Elfriede Jelinek für das erinnert, was sexuelle Gewalt noch über die körperlichen und seelischen Verletzungen hinaus auslöst und was in gewisser Weise auch den Kern der subjektiven Botschaft der Exekutoren sexueller Gewalt ausmacht, der Begriff Annihilierung. Jede sexuelle Gewalt, insbesondere jene Formen, die mit einem destruktiven Eindringen in den weiblichen Körper verbunden sind, zielt in letztlicher Konsequenz auf die Auslöschung der Frau als Subjekt, wie Elfriede Jelinek schreibt, auf das Ausradieren, das völlige Wegwischen von Menschen. Dieses Zunichtemachen, also Annihilierung des weiblichen Subjekts, ist trotz offensichtlicher Modernisierungen der vorherrschenden Geschlechterverhältnisse immer noch als eine Tendenz in den Strukturen männlich-hegemonialer Kulturen angelegt. Nach der eigene, als fremd empfundene Selbstanteile, als nicht männlich deklariert und projektiv dem Konstrukt Weiblichkeit angeheftet werden. Das Weibliche, so die Folge dieser Projektion, Zitat, wird zur Kulmination des anderen, minderwertigen, verachtenswerten. Cornelia Klinger setzt sich genauer mit dem damit verbundenen prekären Subjektstatus der Frau auseinander. Vor der kulturgeschichtlichen Folie eines allgemeinen Quid pro quo zwischen Mensch und Mann, also wenn von Mann geredet wird, ist der Mensch gemeint und umgekehrt, hat sich nach ihrer Auffassung ein grundsätzlich bis heute gültiges Subjektkonzept durchgesetzt, das, Zitat, männliche Selbstherrlichkeit in ein universelles Gewand kleidet. Klingers für unseren Zusammenhang zentrale Schlussfolgerung lautet: Aus einer männlichen Perspektive hat sich eigentlich nie die Frage gestellt, wer oder was die Frau ist, als vielmehr, wozu die Frau da ist, wozu sie dient und nützt. Hier muss betont werden, dass es um eine grundlegende, mit gesellschaftlichen Ungleichheitslagen verwobene Struktur der symbolischen Ordnung und selbstverständlich nicht darum geht, jeden einzelnen Mann biografisch als potenziellen Vergewaltiger oder so zu entlarven. Das, was als Subjekt bezeichnet wird, ist nicht zu verwechseln mit Individuum oder einer psychologisch erschließbaren Persönlichkeit. Der Struktur männlich-hegemonialer Gesellschaften wohnt nach wie vor eine Tendenz zur Nicht-Anerkennung der Frau als autonomes Subjekt inne, eine Tendenz, die der Frau kein eigenes Selbst zugesteht und in der sie nur als dieses Unselbst fungiert.
So soll sie, noch einmal Jelinek, benutzt werden für das Einzige, wofür sie da ist, Körper zu sein. Sie muss Körper sein oder sie darf gar nicht sein. Diese Annihilierung entspringt der mit der kulturell verankerten Frauenfeindlichkeit einhergehenden irrationalen Aggressivität, das ist jetzt ein Zitat von Regina Becker-Schmidt, irrationalen Aggressivität, die sich gegen den weiblichen Körper und gegen Imaginationen von weiblicher Sexualität richtet und erfolgt bei sexuellen Übergriffen bis hin zu Gewaltverbrechen in drei sich überlagernden Phasen. Sie kanalisiert die tatauslösenden, unbewussten Wahrnehmungsmuster und affektiven Einstellungen des Mannes zur Weiblichkeit. Sie materialisiert sich im direkten sexuellen Zugriff auf den Körper der Frau und sie bestimmt den Umgang mit diesem buchstäblich zum Objekt degradierten weiblichen Körper nach Erreichen des gewaltsam angestrebten Sexualziels. Das heißt, nach, so Jelinek, nach ihrer Verwendung ausschließlich als Körper kann die Frau weggeschmissen werden, Zitat, wie ein schmutziges, zerknülltes Papiertaschentuch. Hier wird deutlich, dass trotz aller Abstufungen und Varianten von der sexuellen Belästigung über die sexuelle Folter bis zum Sexualmord der Kern und der Prototyp der sexuellen Gewalt die Penetration, das gewaltsame, orale, genitale oder anale Eindringen in den weiblichen Körper ist. Der Körper der Frau steht im Zentrum der destruktiv aufgeladenen, heterosexuellen und auf ihr Genital wie auf einen Fetisch zentrierten Fantasien der Männer, ihres praktischen Zugriffs beim Akt der Vergewaltigung und ihrer von unbewussten Hass- und Rachegefühlen begleiteten Befriedigung. Darauf werde ich nächste Woche dann genauer im kriegerischen und militärischen Kontext eingehen. Solange diese Tendenz zur Nichtanerkennung der Frau und ihres Subjektstatus anhält und allein die bloßen Statistiken sexueller Übergriffe, insbesondere unter Berücksichtigung der anzunehmenden riesigen Dunkelziffer, sprechen hier eine eindeutige Sprache. Solange dieser Zustand auch bei uns und eben nicht im fernen Afrika, im Orient oder in Indien anhält, solange müssen wir der Heuchelei jener Politiker und Journalisten, die nach Köln zu engagierten Wahrern und Beschützern der deutschen Frauen und ihrer Rechte mutiert sind, ebenso entgegentreten wie ihrem Kampf gegen Genderismus, Genderwahn, Gender-Mainstreaming und so weiter, Genderforschung auch neuerdings, mit dem die Frauen und Männer in letzter Konsequenz doch wieder auf ihre angestammten traditionellen Rollen zurückgeworfen werden sollen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.